7 Wochen Standzeit für den Miniteich in der Mörtelkiste, 65 Liter Mörtelkiste, das Ganze als absolutes Low-Budget-Projekt gestartet Anfang Juni. Ich verlinke nochmal die komplette Playlist an der Stelle, da könnt ihr die komplette Entwicklung gerne nochmal mitnehmen. Ja, 7 Wochen jetzt und mit der grundsätzlichen Entwicklung bin ich völlig einverstanden. Die Salvinia auriculata als Schwimmpflanze, die hat natürlich alles hier eingenommen, alles komplett überwuchert. Also das war eine Handvoll, die ich hier eingebracht hatte. Und jetzt innerhalb von 7 Wochen einmal die komplette Oberfläche eben überzogen. Ja, die restliche Bepflanzung, das Zyperngras, steht soweit ganz ordentlich. Die Iris hier hinten macht mir so ein bisschen Kummer. Ist halt ein bisschen spät gewesen, auch mit Anfang Juni für den Start. Die Bromelie befindet sich im Neuaustrieb, also da bin ich ganz guter Dinge, dass es vielleicht dann doch noch was wird mit einer Blüte für dieses Jahr. Zum Glück sind ja noch ein paar Tage Sommer, na, jetzt 21. Juli. Wenn es auch aktuell wettertechnisch nicht unbedingt danach aussieht, heute sogar Nieselregen, zum Glück Balkon überdacht und ja, dann eben dann doch noch so eine kleine Möglichkeit, mal zumindest ein kleines Update reinzugeben. Ansonsten die Entwicklung absolut in Ordnung. Ich bin einverstanden damit. Pflegeaufwand hält sich gegen Null. Das Einzige, was ich hier lediglich mache, ist ja, Dunstwasser nachfüllen. Ansonsten habe ich bisher noch keine Hand so wirklich hier am Miniteich angelegt. Besatz, damit soll es allerdings weitergehen. Metaka Reisfische sollen ja rein und es werden jetzt heute auch einziehen, die Metaka Young Guifei. Die Tiere sind ja schon noch ein bisschen länger da, knappe 2 Wochen jetzt. Das Unboxing dazu verlinke ich auch nochmal ganz gerne oben. Die Tiere kommen ja von Friedrich Bitter. Bitter Exotics findet ihr unter www.getshrimp.de. Absolut tolle Qualität. Die Tiere waren ja erstmal im Aquarium eingebracht, sollten sich da mal so leicht vermehren. Ich habe ja 2 Stämme bestellt, einmal die Young Guifei für den Miniteich und einmal die Metaka White Lame fürs Aquarium. Die White Lame sind mittlerweile schon in ihrem neuen Zuhause angekommen und die Metaka Young Guifei, wie gesagt, jetzt für den Miniteich, werden heute folgen. Die Tiere sitzen aktuell noch in einer Kunststoffbox zur letztendlich finalen Akklimatisierung, also ordentlich eingewöhnen das Ganze, auch wenn ich das Aquarium schon in der letzten Woche ja, auf Teichniveau quasi gesetzt habe, also immer wieder mal einen Schluck Teichwasser auch mit dazugegeben habe, damit sich die Tiere einfach schon mal an die komplette ja, Wassergegebenheiten, an die komplette Biologie so ein klein wenig vorgewöhnen können. Dann fällt der Einzug heute in jedem Falle definitiv ein bisschen leichter. So, was in jedem Falle noch gemacht werden muss, bevor die Tiere einziehen, werde ich das machen, und zwar ein bisschen ausmisten. Ja. Ist ein bisschen viel geworden mit der Salvinia auriculata. Am Ende wird man nämlich keine Fische sehen, wenn ich die jetzt hier so mit eingebe. Deswegen definitiv ein bisschen was von der Salvinia rausholen. Machen wir jetzt mal eben zusammen. Bei der Gelegenheit können wir auch gleich mal schauen, wie sich das Ganze hier so unter Wasser gestaltet. Also eigentlich soweit schön klares Wasser. Wenig bis keine Schwebeteilchen, die hier unterwegs sind. Natürlich einiges an Blütenstaub, das ist natürlich klar, das lässt sich nicht vermeiden. Aber ansonsten, ja, in jedem Falle ordentlich klar das Wasser. Ich habe ja nicht nur die Metakas bestellt, sondern ich hatte auch noch Teichmuscheln bestellt. Die asiatische Körbchenmuschel. Ich blende euch den Namen ein. Auch die sind mittlerweile schon hier eingezogen. Und auch die scheinen sich soweit ganz wohl zu fühlen hier. Zumindest ja, sind sie noch lebendig, sind aktiv. Ich habe mir die ersten Tage mal so ein bisschen den Spaß gemacht und habe sie aus dem Bodengrund herausgeholt, weil die graben sich ein. Ne? Die sieht man jetzt nicht wirklich, sind keine Tiere, von denen man da irgendwie optisch etwas hat. Aber ich habe sie dann immer wieder mal rausgeholt, alle ja, quasi konzentriert auf einen Platz gelegt. Und ein paar Stunden später waren sie dann auch wieder weg. Also so eine kleine Lebenkontrolle quasi. Und diese Teichmuscheln ernähren sich eigentlich von allen möglichen Schwebeteilchen, von Kleinstorganismen, die sich im Wasser befinden. Sind mehr oder weniger kleine lebende Filter. Also auch das hat soweit bisher ganz gut funktioniert. Zumindest mal für die ersten 2 Wochen. Jetzt natürlich schon ein klein bisschen aufgewühlt das Ganze. Ne? Also bisschen Trübung ist natürlich jetzt vorhanden, aber im Großen und Ganzen ist das Wasser schon relativ klar. Wie gesagt, einiges an Blütenstaub, das lässt sich aber nicht wirklich vermeiden.
So, jetzt geht der Nieselregen so ein bisschen weg und die Sonne lunzt so ein kleines bisschen durch die Wolken durch. Das sehen wir auch gleichzeitig hier schon schön an der Wasseroberfläche. Sieht in jedem Falle gleich schon ein bisschen lebendiger und freundlicher aus. Ja, so viel zum Thema, die Sonne kommt raus. Nein, es geht weiter mit Nieselregen. Hier natürlich in der Box auch einiges der Salvinia auriculata. Die möchte ich natürlich jetzt hier nicht wieder zurückgeben. Da ist einiges drin und auch das wird sich ja natürlich wieder vermehren, vollkommen klar. Von daher, ich sammle gerade mal hier so aus der Box ein bisschen was ab, damit wir dann auch jetzt hier in aller Ruhe die Tiere einsetzen können. So, ich stelle euch gerade mal wieder runter, dass ihr die Fische sehen könnt. So, ich hoffe mal, ihr habt jetzt einen schönen Blick, wenn jetzt die ersten Tiere einziehen. Ja, momentan echt ein bisschen komische Lichtverhältnisse hier. Es ist tatsächlich am Regnen, aber auch so ein kleines bisschen, ja, aufgerissener Himmel. Also irgendwie so ein ganz, ganz komischer Mix. Sieht man hier schön im Schattenbereich. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Und ja, ich werde jetzt mal die ersten Tiere aus der Box rausholen und in den Miniteich einbringen. So, schön behutsam das Ganze. Schöne Akklimatisierung haben sie in jedem Fall hinter sich gehabt, über ja, den kompletten Vormittag eigentlich. Also ich habe mir richtig viel Zeit genommen, damit die Tiere sich auch möglichst in aller Ruhe an die neuen Gegebenheiten hier draußen gewöhnen können. An der Stelle bringe ich auch mal noch ein bisschen zusätzlich Wasser ein, damit auch mal die letztendliche Füllhöhe so langsam erreicht wird hier. Und dann würde ich sagen, wird es hoffentlich nicht lange dauern, dass ich die Metakas auch zeigen. Das geht bei denen eigentlich relativ schnell, ganz kurze Erkundung und dann wird eigentlich auch schon direkt die Wasseroberfläche wieder aufgesucht. Sind eben typische Insektenfresser, ne? Die halten sich in der Regel bevorzugt unter der Wasseroberfläche auf. So, bei der Gelegenheit zeige ich euch gerade mal was. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gerade gesehen habt. Ich hatte ja eigentlich die Schale hier nicht ganz im Wasser sitzen. Das habe ich natürlich jetzt verändert. Ich habe jetzt die Schale mit Absicht hier nicht unter Wasser gesetzt, aber hier schon. Das heißt, sie steht so leicht schräg. Das habe ich aber ganz bewusst so gemacht, damit sich junge Medakas nach Möglichkeit über diesen Punkt hier dann auch in Sicherheit bringen können, hier in aller Ruhe, ja, im oberen Teil so ein bisschen aufwachsen können, da einfach so ein bisschen ungestört sind, bis sie auf eine, ja, ordentliche Größe herangewachsen sind und die Alttiere den Jungtieren eben nicht mehr gefährlich werden kann. Also das mal nur so ganz grob mitgenommen an der Stelle für alle, die sich gefragt haben, warum steht diese Schale nicht gerade? Ja, das ist schon ganz gewollt so, dass die eben nicht gerade steht, sondern eine leichte Neigung eben hat. Und das ist okay so. Das ist, wie gesagt, damit die Jungtiere sich nach Möglichkeit gut entwickeln können. Es hat dann doch ein bisschen länger gedauert, bis sich die Tiere mal wieder gezeigt haben an der Wasseroberfläche. Aber so eine Umstellung vom Aquarium jetzt raus in den Miniteich ist natürlich auch keine Kleinigkeit. Ich habe sie dann angelockt mit etwas Staubfutter. Das zieht dann eigentlich immer. Also Futter zieht bei den Metakas immer, wie das bei den meisten Fischen eben so ist. Und dann war auch mal wieder ein bisschen Bewegung an der Wasseroberfläche. Also zumindest mal die ersten Aufnahmen mal ganz kurz mitgenommen. Ich hoffe natürlich, dass das Wetter jetzt in den nächsten Tagen mal wieder etwas sommerlicher wird. Aktuell hat es sich komplett wieder zugezogen. Es ist sogar am Regnen. Also alles andere als wirklich angenehm. Aber wie gesagt, ich hoffe mal, dass da auch noch mal wieder ein paar sonnige Tage kommen und dann gibt es noch mal so einen kleinen Zusammenschnitt von ein paar ordentlichen Aufnahmen. Also ich denke mal, im nächsten Update wird es dann in jedem Fall auch ordentliche Aufnahmen der Tiere geben. Also, der Umzug der Metaka Yanguifei ist dann jetzt durch. 7 Wochen Standzeit. Es wurde Zeit, dass die Tiere in jedem Fall einziehen. Das Ganze hätte ich auch schon nach 3 Wochen machen können. Ja, also so ein Miniteich, so ein Kübel braucht nicht lange, bis er eingefahren ist. Die komplette Biologie hier draußen geht nun mal deutlich schneller als wie zum Beispiel in einem Aquarium. Das ist nun mal so. Also in der Regel kann man nach 2 bis 3 Wochen kann man problemlos so einen Miniteich auch besetzen. Ich würde sagen, Deckel drauf für heute. Es ist wirklich unangenehm. Ich
zeige es euch gerade mal. Es ist diesig zugezogen, es ist am Regnen, hat wieder angefangen zu regnen. Also alles andere als wirklich angenehm. Ja. Hoffen wir mal das Beste, dass sich das Ganze hier draußen wunderbar entwickelt mit den Young Guifi. Ich bin gespannt, wie es mit den Tieren weitergeht. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, wie immer gerne ab damit in die Kommentare. Ansonsten danke ich euch natürlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn wir uns dann in den nächsten Videos wiedersehen. Habt eine gute Zeit und bis bald. Tschüss.